FC Basel gegen FC Valencia, das ist das Fischen vom Europa League Viertelfinal. Jemand, der mit dem spanischen Team schon Erfahrung gemacht hat, ist der FC St. Gallen. Uns hat darum Wunder genommen, was macht der FC Valencia so stark, und sind hier bei den Espen nachfragen. Ja, ich meine, das ist eine junge, dynamische Mannschaft mit vielen jungen Spielern, also die auch in der spanischen Nationalmannschaft spielen und mit sehr viel Qualität, und das ist die Zukunft, denke ich, auch für Valencia. Ja, sie sind extrem spielerisch stark, technisch gut und können sehr extrem hohes Tempo gehen. Trotz dieser Lobeshymne ist etwas klar. Eine Übermannschaft ist das Valencia nicht. Wo liegen die Schwächen bei diesem Team? Auch das bin ich nachfragen. Wenn man sie unter Druck setzt, haben sie hinten auch ab und zu, ja, wenn man das Schwächen nennen kann. Also eben, das ist sicher nicht unmöglich. Wichtig ist, was man im Ballbesitz macht, dass man selber auch zu Chancen kommt und Chancen kreieren kann. Ich habe jetzt gegen Valencia keine großen Schwächen analysieren können, weil es halt für mich eine spanische Top-Mannschaft ist. Ja.